Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschla und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich heute so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um ein Achievement, das wir nur als Necrolord erspielen können. Und das Ganze finden wir einmal unter Erweiterungsfeatures und dann müssen wir runter zu den Paktsankten. Und dort haben wir dann das Achievement, das wir heute uns angucken wollen. Und zwar, der große Glücksbringer erhaltet mit Cordys Hilfe den großen Glücksbringer. Und wie funktioniert das? Als allererstes müsst ihr euer Special-Gebäude hier als Necrolord bauen, das ist die Monstrositätenfabrik und hier könnt ihr dann verschiedene Monstrositäten herstellen und sobald ihr die hergestellt habt, hampeln die dann hier rum. Ihr seht, ich habe schon hier sehr viele Monstrositäten rumstehen, wir brauchen aber einen bestimmten und das ist Cordy. Den könnt ihr einfach anquatschen und sagen, finden wir ein paar Sachen, dann kommt der Typ mit euch mit. Und läuft euch nach, beziehungsweise, was natürlich auch geht, von den ganzen Mobs bekommt ihr auch Quests, eine Weekly Quest, die könnt ihr dann annehmen und dann kriegt ihr ein Item und könnt diesen Mob immer in den ganzen Zonen in Shadowlands beschwören. Unter anderem auch in Oribos, aber da kommen wir nachher nochmal zu. Heißt, wir haben dann hier ein Item, wir können ihn beschwören. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Wir haben jetzt einen Extra-Button und diesen können wir drücken und sobald wir diesen Extra-Button drücken, fängt unser kleiner NPC an, loszulaufen und Sachen auszugraben. Das können wir anklicken und zu 99% ist da irgendein Mist drin. Ja? Also man kriegt dann irgendwelche grauen Items und oder halt, wenn man das Quest-Ding offen hat, auch Quest-Items. Jetzt ist es so, fürs Achievement müssen wir einen bestimmten Schatz finden. Jetzt mag der eine oder andere meinen, man muss an eine bestimmte Stelle. Nein, so ist es nicht. Ihr müsst einfach nur ganz oft da drauf drücken, dem Typen nachlaufen und irgendwann ist random der Schatz drin. Das kann 100 Versuche dauern, das kann 200 Versuche dauern, das kann auch mehr Versuche dauern. Ich habe es nebenbei beim Questen bekommen. Ich habe mit ihm jede Woche die Quest gemacht, um halt unter anderem einmal die hochwertigen Teile zu bekommen und auch für andere Achievements, wo man dann bestimmt viele Quests abschließen muss, habe ich das auch noch mitgenommen und im Laufe dessen habe ich dann, weiß ich nicht, nach x Wochen auf einmal einen großen Schatz gehabt, da war dann nicht so ein so ein kleines Ding rumgelegen, sondern eine größere Kiste, die er ausgebuddelt hat, einfach angeklickt, kam das Achievement. Wenn ihr das jetzt aktiv farmen wollt, dann solltet ihr irgendwo hingehen, wo es am besten relativ flach ist und wo ihr eine große Area habt, wo ihr gut Sachen am Boden sehen könnt. Überall, wo jetzt irgendwelche Kanten sind, irgendwelche Hügel, er rennt teilweise auch steile Wände hoch, wo ihr selbst nicht hochkommt, das solltet ihr nicht machen. Ich habe mir sagen lassen, dass das in Oribos sehr gut gehen soll, vor allem in der oberen Ebene, wo einfach nicht viel rumsteht, kann man das anscheinend relativ gut farmen. Ich kann euch aber empfehlen, vielleicht das so wie ich zu machen, immer jede Woche die Quest mitzunehmen. Ich weiß, sie ist nervig, aber ihr braucht sowieso die verschiedenen Quests für andere Achievements, unter anderem gibt es ein Achievement, wo ihr die ganzen Quests bei den verschiedenen Konstrukten abschließen müsst und wenn ihr das auch mitnehmen wollt, dann macht es tatsächlich Sinn, das damit zu machen. Gut, dann sind wir eigentlich am Ende von dem kleinen Video. Ich bin gerade überlegen, ich meine, man konnte ihn schon ab Stufe 1 bauen, spätestens ab Stufe 2 bin ich mir aber relativ sicher, dass man ihn bauen konnte. Den habe ich leider nämlich schon ein bisschen länger an den Hacken. Gut, damit verabschiede ich mich an der Stelle. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.